Heute in der Sendung bunter Start ins neue Jahr, der Neujahrsempfang im neuen Rathaus. Außerdem, die Kästner Gesellschaft stellt ihr neues Jahresprogramm vor. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Der Neujahrsempfang im neuen Rathaus in Hannover ist immer ein besonderer Termin. Denn zu Beginn des Jahres haben BürgerInnen hier die Möglichkeit, mit VertreterInnen aus Politik, Kultur und Gesellschaft ins Gespräch zu kommen und das Rathaus mal ganz anders kennenzulernen. Nach zweijähriger Corona-Pause war es am Montag wieder einmal soweit und mein Kollege Hans-Magnus Preuß hat sich vor Ort für Sie umgeschaut. Der Empfangssaal im neuen Rathaus, kurz vor 17 Uhr. Auf Hochtouren treffen die AktivistInnen von Hanover for Iran die letzten Vorbereitungen, damit ihr Infostand für heute Abend fertig wird. Eingeladen hat der Oberbürgermeister, denn unter dem Motto Ich, Du, Wir, Hannover, soziale Wärme und Solidarität, stellen sich beim Neujahrsempfang 2023 Initiativen und Projekte im Rathaus vor. Seit Monaten demonstrieren die jungen AktivistInnen regelmäßig in Hannover für Menschenrechte im Iran. Jetzt im Rathaus zu sein, ist für sie eine besondere Gelegenheit, um mit neuen Menschen ins Gespräch zu kommen. Unser Ziel heute Abend ist es vor allen Dingen, das Thema an Leute zu bringen, die vielleicht gar nicht konfrontiert werden sonst mit diesem Thema. Wir wollen Präsenz für das Thema schaffen, auch hier in diesem Setting. Wir gehen ja sonst in der Regel eher demonstrieren, sind auf spezifischen Veranstaltungen, wo das Thema, wo die Leute hinkommen für das Thema. Und das ist halt das Schöne beim Neujahresempfang. Wir haben Leute hier, die sind für ganz andere Themen hier und wir hoffen, diese Menschen erreichen zu können. Wir haben natürlich auch die Hoffnung, hier nochmal mehr Bündnispartner zu gewinnen. Das ist natürlich unfassbar wichtig für uns. Das gibt uns nochmal eine andere Kraft. Und dann schaut auch noch mal Oberbürgermeister Bilit Onay bei den jungen AktivistInnen vorbei. Um 17 Uhr ist es dann soweit. Die Türen des Rathauses öffnen für die BürgerInnen der Stadt. Für die nächsten 3 Stunden gibt es an diesem Abend ein vielfältiges Programm. Der ukrainische Verein und die Ukraine-Hilfe Hannover präsentieren sich mit Tanz und Musik. Und überall kommen BürgerInnen direkt mit der Stadtpolitik ins Gespräch. Ein buntes Fest. Doch Oberbürgermeister Onay schlägt bei seiner Begrüßungsrede auch nachdenkliche Töne an und betont den Zusammenhalt der Menschen in Hannover. Dass wir nämlich eine solidarische Stadt sind, gerade die Krisen, Corona-Pandemie, der Krieg Russlands in der Ukraine und die Folgen, die wir hier auch in Hannover spüren, haben das gezeigt. Diese Stadt steht zusammen und das ist auch die Stärke dieser Stadt und dieser Stadtgesellschaft. Und das wollen wir unterstützen, fördern, aber eben auch heute unbedingt wertschätzen. Und so wünscht sich der Oberbürgermeister, auch in das neue Jahr zu gehen. Ich hoffe, weniger Krisen. Weiterhin starke Solidarität in dieser Stadt und dass wir hoffentlich wieder viele gute Veranstaltungen, viele schöne Veranstaltungen in dieser Stadt haben. Schützenfest, Marschseefest, viele kulturelle, sportliche Veranstaltungen. Darauf würde ich mich jedenfalls sehr, sehr freuen. Insgesamt 2000 Gäste sind an diesem Abend ins Rathaus gekommen, um das neue Jahr zu feiern. Ein guter Abend. Auch für die AktivistInnen von Hanover for Iran. Ich glaube, es sind sehr viele interessante Gespräche zustande gekommen. Vielleicht auch Gespräche, die sonst nicht zustande gekommen wären. Treffen, die sonst nicht zustande gekommen wären. Es war eine schöne Atmosphäre einfach für den Austausch. Es war genau der richtige Raum, um neue Kontakte zu knüpfen und neue Gesprächsthemen und neue Themen auch für sich selber mitzunehmen. Und was nehmen die AktivistInnen von dem Abend mit? Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Was nehme ich mit? Ganz viel Kraft, ganz viel Mut, ganz viel Hoffnung. Und das war's. So endet der Neujahrsempfang 2023 nach den vergangenen Krisenjahren als ein starkes Zeichen für eine starke Stadtgesellschaft. Das Leben auf der Straße ist alles andere als einfach. Das wissen wir alle. Vor allem im Winter ist die Notlage enorm groß. Um den Menschen auf der Straße zu helfen, hat die Stadt Hannover für diesen Winter ein neues Nothilfeprogramm für von Obdachlosigkeit betroffenen Menschen auf den Weg gebracht. Beispielsweise wurde ein zweites Nachtcafé und ein ganz neuer Tagestreff geschaffen. Doch für den Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit Hannover ist das Programm nicht ansatzweise ausreichend. Was genau kritisiert und gefordert wird, frage ich jetzt Alexander Eisele. Guten Tag, Herr Eisele. Schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Die Stadt will ja mehr Hilfe für obdachlose Menschen leisten. Ist das nicht ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung? Grundsätzlich begrüßen wir das natürlich. Die Frage ist immer, wie sind solche Hilfsprogramme ausgerichtet? Sie haben es ja gerade in Ihrer Anmoderation schon anklingen lassen. Es geht
bei diesem Winternothilfeprogramm Menschen zu unterstützen, die auf der Straße sind. Wir würden eher den Fokus darauf legen, Menschen schnellstmöglich von der Straße wegzubekommen. Das möchte die Stadt natürlich auch. Die Frage ist, wie setzt man da an? Aus unserer Perspektive wäre es da einfach wichtig, dass allen Menschen eine niedrigschwellige Einzelunterbringung zur Verfügung gestellt wird. Weil wenn ich in einem warmen Bett schlafen kann, bin ich nicht nachts auf einen Kältebus oder auf ein Nachtcafé angewiesen. Das wäre eher unsere Stoßrichtung, kurzfristig gesehen. Ja, Birgit Unner sagte ja, man wolle den obdachlosen Menschen zeigen, dass die Stadt sie nicht alleine lässt. Mhm. Sie sind ja jetzt anderer Meinung, aber sie können ja jetzt auch nicht direkt ja behaupten, dass die Stadt mit ihrem Programm ja die Menschen auf der Straße im Stich lässt, oder? Wohnungslosigkeit und insbesondere Obdachlosigkeit ist eine existenzielle Notlage. Die Grundbedürfnisse der Menschen sind stark eingeschränkt. Es ist teilweise lebensbedrohlich, sich nachts auf der Straße aufzuhalten. Von daher müsste aus unserer Perspektive jede Maßnahme sofort darauf abzielen, unfreiwillige Obdachlosigkeit zu beenden und diese nicht nur zu verfeinern bzw. das Hilfsangebot auf der Straße auszuweiten. Was läuft denn Ihrer Meinung nach denn konkret falsch? Zum einen ist, glaube ich, der Weg erstmal, also ich glaube, wir müssen grundsätzlich zwischen kurzfristigen und mittelfristigen Zielen unterscheiden. Ich glaube, kurzfristig ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen besser heute als morgen von der Straße runterkommen, dass ihnen da anständige Angebote gemacht werden, weil, ja, wie gesagt, das Leben auf der Straße ist zum einen von Gewalt geprägt, im Winter natürlich aufgrund der Witterung auch sehr, sehr, sehr gefährlich, da einfach einen Kältetod zu sterben. Das muss, glaube ich, kurzfristig das Ziel sein und mittelfristig muss es, glaube ich, einfach darum gehen, Wohnungslosigkeit in Hannover abzubauen, was grundsätzlich auch das Ziel der Stadt ist. Die Frage ist nur, wie kommen wir dann auch zu diesem Ziel? Sie fordern ja die Stadt auf, statt der warmen Worte nun endlich Taten folgen zu lassen. Ja. Was soll denn die Stadt konkret jetzt tun? Zum einen eine niedrigschwellige, dezentrale Einzelunterbringung für alle Menschen. Also in der Regel, oder viele Menschen schlafen derzeit noch in Doppelzimmern, wo keinerlei Privatsphäre möglich ist. Können wir uns ja auch mal vorstellen, wie angenehm das ist, sich vielleicht auf 10 Quadratmetern mit einer wildfremden Person ein Zimmer teilen zu müssen. Und mittelfristig geht es darum, eine Strategie zu entwickeln, wie Menschen sowohl von der Straße als auch aus den ordnungsrechtlichen Unterbringungen halt eben wieder in normalen Wohnraum angeschlossen werden können, ne? Wie da halt eben der Übergang stattfinden kann. Das ist derzeit sehr schwierig. Wie wir alle wissen, der Wohnungsmarkt, wie in sämtlichen Großstädten in Deutschland, auch in Hannover, ist der Wohnungsmarkt sehr angespannt, gerade im niedrigen Preissegment. Und Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, fallen da in der Regel immer als erstes raus und haben es sehr, sehr schwer, wieder Anschluss an den normalen Wohnungsmarkt zu finden. Und da braucht es halt einfach Strategien aus unserer Perspektive seitens der Stadt. Man müsste aus unserer Perspektive auf Wohnungsbaugenossenschaften zugehen, da vielleicht enge Kooperationen schließen. Und grundsätzlich ist es ja auch so, dass in Hannover viel gebaut wird. Ne? Die Wasserstadt in Limmer oder Kronsberg wird viel gebaut. Aus unserer Perspektive braucht es da einfach feste Quoten von Wohnungen, die von Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen direkt zugewiesen werden müssen. Das ist bei jedem neuen Projekt so und so viel Prozent an Wohnungen direkt an von Wohnungslosigkeit betroffene Menschen gehen muss. Weil grundsätzlich ist es so, die EU hat festgelegt, bis 2030 soll es keine Obdachlosigkeit mehr geben. Die Stadt Hannover hat sich zu diesem Ziel bekannt. Aus unserer Perspektive braucht es jetzt dafür eine klare Strategie, wie man dieses Ziel auch erreichen möchte. Ja, Sie schlagen ja vor, dass jeder Mensch in Hannover eine Einzelunterbringung bekommen sollte. Sie haben es aber schon gerade, das Problem, ich habe es nicht angesprochen, dass ja der Raum erstmal fehlt. Wie soll das Ganze denn umgesetzt werden? Ich meine, das ist ja auch mit vielen Kosten ja verbunden. Genau, wir müssen, glaube ich, Unterbringung und Wohnraum muss ein bisschen auseinandergehalten werden. Ja, das weiß ich gar nicht, ob der Platz an Unterbringung fehlt. Teilweise ist es leider auch so, dass die Stadt einfach sehr, sehr lange braucht, um bestehende Liegenschaften zu modernisieren. Ein gutes Beispiel dafür ist die Rote Reihe an der Schulenburger Landstraße. Das ist eine kleine Wohnbausiedlung mit 50 Häusern, vor ungefähr 100 Jahren gebaut worden. Das ist
Anfang 2019 sind die Menschen da entmietet worden, weil halt eben diese Siedlung saniert werden soll. Bis heute steht sie immer noch leer. Sie steht jetzt den vierten Winter in Folge leer. Und die derzeitige Aussage der Stadt Hannover ist, dass Ende 2023 die Sanierung abgeschlossen werden soll. Und das ist einfach aus unserer Perspektive kein angemessener Zeitraum. Also da bedarf es einfach, dem dringenden Handlungsbedarf muss einfach angemessen gehandelt werden, dass da Dinge wesentlich schneller umgesetzt werden. Und dann ist es aus unserer Perspektive, glaube ich, kein Problem. Eine weitere Möglichkeit, wenn man sagt, wir haben nicht genug Kapazitäten, es gibt genug Hotelzimmer, glaube ich, in Hannover. Wahrscheinlich findet man da auch den ein oder anderen Hotelier, der auch bereit wäre, gerade im Winter Menschen aufzunehmen, sodass niemand draußen auf der Straße frieren muss. Herr Eisele, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. 2023 verspricht für die Kästner Gesellschaft ein spannendes Ausstellungsjahr mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern zu werden. Das diesjährige Jahresprogramm steht unter dem Motto Anabasis. Was es mit dem Wort auf sich hat, das weiß meine Kollegin Alicia Heinze. Die Kästner Gesellschaft hat ihr Programm für das Jahr 2023 vorgestellt. Den BesucherInnen wird in drei neuen Ausstellungskomplexen ein abwechslungsreiches Programm angeboten. Zu sehen gibt es vieles, darunter Einzel- und Gruppenausstellungen, Premieren junger internationaler KünstlerInnen sowie Klanginstallationen und Tanzperformances. Und ich denke, dieses Programm ist sehr vielfältig. Das heißt, dass viele Leute können etwas für sich selbst hier finden. Und die Breite von diesem Angebot ist auch sehr schön. Und ich bin sicher, dass der Erfolg ist garantiert, wenn Sie zu uns kommen und Sie werden sich voll fühlen. Das neue Jahresprogramm der Kästner Gesellschaft steht unter dem Motto Anabasis. Das Wort kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet übersetzt so viel wie Aufstieg oder Hinaufmarsch. Es bezeichnet sowohl den Moment des Eingangs als auch den Moment der Rückkehr. Ein Blick in die Vergangenheit, aber auch ein Blick in die Zukunft. Noch bis zum 29. Januar laufen die Ausstellungen von Paula Rego, Lucila Pacheco-Dehne sowie Marinella Senatore. Ab dem 4. März folgen die Ausstellung To Infinity der Tschechin Klara Hosnet-Lova und Everything I Have Ever Touched von dem US-Amerikaner Dietrich Brackens. Ein Highlight dieses Jahr? Das 100-jährige Jubiläum der L. Lisicki-Ausstellung in der Kästner Gesellschaft. Der 1916 gegründete Kunstverein möchte mit dieser Ausstellung an die eigene Geschichte erinnern. Denn die Ausstellung L. Lisicki, die nur 7 Jahre nach der Gründung der Kästner Gesellschaft präsentiert wurde, war die erste institutionelle Einzelausstellung des russischen Künstlers. Der neue Mensch, der Ansager, der Konstrukteur, L. Lisicki, das Selbstbildnis als Kästner Gesellschaft, eröffnet am 7. Juli. Ich will, dass Kästner Gesellschaft ist, betrachtet als ein Ort von diesen Entdeckungen, dass das vielleicht manchmal gut ist, nicht zu wissen. Ja? Und dann, bumm, etwas neu kommt und das überrascht mich. Das ist eine sehr schöne Überraschung. Und wir haben ein paar von diesen Überraschungen für Sie in dieses Jahr vorbereitet. Kaffee, Bücher, Cinemathek. Neben den Ausstellungen der zahlreichen KünstlerInnen bietet der Kunstverein ihren BesucherInnen eine große Auswahl an internationalen Büchern und Magazinen aus dem Kästner Buchladen. Speisen und Getränke aus dem Café Tender Buttons sowie ein kuratiertes Filmprogramm. Wollten Sie schon immer mal wissen, was die Aufgaben der Landtagspräsidentin sind oder welche Rolle die verschiedenen Ausschüsse in der parlamentarischen Arbeit spielen? Und wie erstellt der stenografische Dienst eigentlich seine Mitschriften? Antworten auf diese Fragen erhalten Sie beim offenen Besucherabend des Niedersächsischen Landtags. Einmal im Monat bietet der Landtag einen Blick hinter die Kulissen an. Der 12. Januar ist der erste Termin dieses Jahres. Die etwa 1,5-stündige Führung beginnt um 18 Uhr im Eingangsbereich des Landtags. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Und das war's auch schon wieder mit 0511. Wir sind morgen um 18.45 Uhr wieder für Sie da. Machen Sie es gut. Tschüss.